Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zur Anwendung von Filtern in regenerativen Anwendungen, EMV und LCL-Filter. Wie Sie sehen, geht es in erster Linie wirklich um regenerative oder halt erneuerbare Energien und aber auch Umrichterapplikationen, wie zum Beispiel mit einem Lift, wo der Lift nach oben fährt und dann beim Runterfahren die Energie wieder zurück ins Netz gespiesen werden soll. Am Ende geht es bei LCL-Filtern generell darum, Energie aus Energieeffizienzgründen zurück ins Netz zu speisen, nicht einfach in irgendeiner Linie, in irgendeiner Art und Weise zu verbrennen. Wie schon gesagt, LCL-Filter-Applikationen geht es in erster Linie darum, dass man generierende Antriebe in irgendeiner Art eigentlich die Energie wieder zurückführen möchte, also eine Bremsenergie von einem Umrichter oder einem Motor, der bremst, ein Lift, der hochfährt und danach die kinetische Energie wieder freilässt, Energie, die gespeichert wird in einem Batteriesystem oder erneuerbare Energien wie Solar- oder Windapplikationen. Dabei ist darauf hinzuweisen, beziehungsweise der Unterschied zu EMV-Filtern zwischen LCL-Filtern und EMV-Filtern ist, dass das LCL-Filter ein funktionaler Teil des Systems ist. Das bedeutet, dass man eine Impedanz in Richtung des Grids, des Netzes schalten muss, damit das System überhaupt funktioniert. Das ist der größte Unterschied eigentlich zum EMV-Filter. Wie Sie hier sehen, ist mal die Darstellung für einen Motorumrichter. Also Sie haben diese Applikation des Motorumrichters hier. In der Mitte ist ein sogenannter Active Frontend Umrichter, der halt die Möglichkeit hat, wenn der Motor, der hier hinten rotiert und angetrieben wird, wenn der nicht mehr angetrieben wird, fügt der die Bremsenergie wieder ins Netz zurück, wird also zum Generator, deswegen ist hier zum einen Motor und Generator und dann wird die Energie über das LCL-Filter und das EMV-Filter in Richtung Netz zurückgespiesen. Was macht das LCL-Filter überhaupt? Das LCL-Filter ist eigentlich eine Impedanz in Richtung des Netzes. Es entkoppelt also die Netzimpedanz von der Inverterimpedanz. Das LCL-Filter unterdrückt harmonische der Schaltfrequenz und dabei hat es eine Performance von 60 dB pro Dekade. Das ganze Filter reduziert die Rippelströme und es hat eine bessere Performance bei höheren Harmonics oder harmonischen der Schaltfrequenz im Vergleich zu einem L- oder LC-Filter. Falls Sie mehr zu den LCL-Filtern wissen möchten, können Sie gerne hier unten den Barcode einscannen mit Ihrem Handy. Da kommt dann ein Dokument hoch, das der sogenannte Guide to LCL ist, wo alle möglichen weiteren Details erklärt werden. Schaffner ist dabei in der Möglichkeit, eine Produktplattform anzubieten, das LCL-Filter-Produktplattform FN6840. Dabei ist die Idee, dass wir Ihnen zeigen, was wir überhaupt können. Das bedeutet, wir haben eigentlich eine mechanische Basis, die immer gleich ist und wir können die Komponenten darauf dann unterschiedlich aufbauen. Wir können natürlich auch ganz andere mechanische Designs oder ganz andere LCL-Filter zur Verfügung stellen. Dazu kommen Sie bitte direkt auf uns zu und wir können dann zusammen eine solche Entwicklung starten. So, Detailanfragen bzw. Detailinformationen, was wir alles brauchen, um einen LCL-Filter zu designen, können Sie unter diesem Barcode eingeben. Da wird danach eine E-Mail erstellt, die dann an uns geht. Und nur um die Rahmenbedingungen mal zu schaffen, was wir eigentlich können. Wir können bis zu sehr hohen Strömen, also 810 Ampere LCL-Filter designen. Wir können das entsprechend Ihren Anforderungen designen. Und wir sind dafür da, um eine sehr nahe Partnerschaft mit Ihnen einzugehen und so dann im Endeffekt zusammen ein System zu erstellen, das für Sie funktioniert. Der Vorteil, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten und ein LCL-Filter designen, ist, dass Sie gleichzeitig auch das EMV-Filter mit uns zusammen machen können, was dann Probleme, die auftreten können im Umgang mit LCL-Filtern und EMV-Filtern, reduziert bzw. verhindert. Wie ich gerade schon mal kurz angemerkt habe, haben wir einen EMV-Filter genau für LCL-Filter ausgelegt, also das sogenannte FN3840. Dabei handelt es sich um einen EMV-Filter, das die Resonanzfrequenzen so abgestimmt hat, dass sie nicht in der Nähe des LCL-Filters und der eigentlichen Performance des LCL-Filters liegen. Der Vorteil dabei ist, dass man eigentlich, wenn man das nicht beachtet, beziehungsweise nicht genau darauf achtet,
dass es zu Degradierung der Kondensatoren kommen kann im EMV-Filter und im schlimmsten Fall zu wirklich thermischen Problemen im System. Wir haben dafür unterschiedliche Komponenten ins System eingebracht, unter anderem halt auch einen Widerstand hier oben, sieht man ganz gut. Normalerweise sind die Widerstände, die wir im System haben, nur Ableitwiderstände. In diesem Fall sind es wirklich performance-relevante Widerstände und daher werden die auch mit einem Thermokappel versehen. Das Thermokappel misst also die Temperatur auf diesen Widerständen und kann dann genutzt werden, falls es zu irgendwelchen thermischen Problemen kommen sollte. Gut, vergleicht man die Performance von den Filtern, die wir jetzt im Moment haben auf dem Markt und dem neuen Filter, sieht man relativ schnell, dass die alten Filter eigentlich immer noch eine Resonanzfrequenz in diesem Frequenzbereich haben, um die 70 bis 80 Kilohertz ungefähr oder ungefähr in dem Range von 100 Kilohertz. Das haben wir bei den neuen Filtern nicht mehr oder bei diesen FN3840, die speziell für regenerative Applikationen gemacht wurden. Und wir haben eigentlich die gesamte Kurve, die ganze Campbell-Mode-Performance-Kurve ein Stück nach links geschoben. Das heißt, im tieferen Frequenzbereich ist die Performance etwas höher als bei anderen Filtern. Gut, und jetzt sehen wir mal wirklich, wie dieses EMV-Filter zusammen mit einem LCL-Filter funktioniert. Zuerst sehen wir hier mal den Messaufbau. Bei dem Messaufbau hat man unterschiedliche Teilnehmer in dem System. Zum einen halt das LCL-Filter selbst, das ist hier in der Mitte dargestellt. Rechts daneben ist das Drive, das an das LCL-Filter angeschlossen ist. Ganz rechts sieht man dann noch die Kabel, die halt dann an den Motor gehen. Wir sehen ganz links den Transformer, wo eigentlich die Energie reinkommt, geht also erst in die Lissen und dann geht es zum LCL-Filter, dann zum Drive und dann in das Kabel. Also so ist der Energiefluss. Und dann der Motor hier hinten. Um die Messung durchzuführen, muss man natürlich auch ein paar Messpunkte haben. Hier haben wir eine Current Clamp, also eine Strommesszange vor dem LCL-Filter, eine danach und einmal eine Spannungsüberwachung am LCL-Filterausgang. Hier sieht man ganz kurz die Ambient-Messung. Das heißt also, so sieht es bei uns im Drive Lab aus, wenn man nichts anhat. Dann sieht man mal, wie die EMV-Messung aussieht, wenn nur die Kontrolllogik an ist. Also hier diese Darstellung zeigt immer in der Mitte die EMV-Messung und rechts sieht man dann die Spannungs- und Strommessung. In dem Fall sieht man es halt relativ gut, dass nicht viel passiert, weil die relativ tief sind, die Pegel hier und nicht sehr sinusoidal. Gut, jetzt haben wir schon mal den ersten Betriebszustand, das heißt, wir haben jetzt keine Last und es gibt auch keinen Motor, der rotiert. Wir sehen einfach nur die Schaltfrequenz im Endeffekt von diesem Umrichter und die schlägt sich halt jetzt relativ gut durch in dem Spektrum hier, in dem EMV-Spektrum sieht man das ganz deutlich, bei welcher Frequenz das Ganze eigentlich schaltet. Wenn man dann noch Last hinzunimmt, dann sieht man relativ gut auch, dass diese Spitzen durch die Switching Frequency, durch die Schaltfrequenz weggehen im Endeffekt, werden reduziert durch den Verbraucher hinten dran. Aber die EMV-Störung wird halt nochmal höher. Hier kann man sich die 130 dB pro Volt ungefähr merken. Das ist die Spitze des Messwertes ohne EMV-Filter. Gut, jetzt sieht man hier noch zu guter Letzt den Lastzustand, wenn man unter Volllast das Ganze benutzt, das System, wie es ohne EMV-Filter aussieht. Und hier ist es dann mit EMV-Filter. Man sieht das hier ganz deutlich, ist es ungefähr um 50 dB Mikrovolt reduziert auf 72,5. Das ist jetzt keine Last am System, einfach nur der Motor, der dreht. Und hier ist dann noch der Volllastfall, wo man auch sieht, es ändert sich eigentlich nicht groß. Aber hier im unteren Bereich dieses Spektrums ist halt einfach das EMV-Filter, das dort wirkt und eigentlich die Performance so gut ist, dass es funktioniert. Gut, jetzt würde ich Ihnen gerne noch ein Video dazu zeigen, wo man dann auch wirklich die Messkurven sieht, wie die Messungen aufgenommen werden und wie das Ganze funktioniert hat.
Das ist in Englisch, aber ich denke, Sie können das auch trotzdem verstehen und vor allem mit der Erklärung jetzt, die ich vorab gegeben habe. Dann bedanke ich mich schon mal recht herzlich dafür, dass Sie das Webinar verfolgt haben. Ich hoffe, es bringt Ihnen etwas und Sie können in Zukunft einfacher mit uns zusammenarbeiten und kommen auf uns zu, wenn es um das ACL-Filterdesign geht. Aber okay, as a sum up, I would like to show you a video of the measurement we took so you can see some graphs moving, and I would be glad if you watch it and see which kind of effort we took to do this measurement. So first we will see the ambient, and then we will have the first EMI measurement of the logic control, which is turned on, nothing rotating or switching. Afterwards I will comment more. So as I said, now we have the ambient, and my colleague is going to start the first EMI measurement now. So it's already done. He did it already in the background. And you can see here that now only the logic is turned on, nothing else, and no switching, no, or let's say no low frequency switching. In the higher switching frequencies, you see that there is some kind of EMI disturbance in the region here. So higher logic is already switching. And now he's doing some setups for the measurement. So we can skip it a bit, I think. I will just move a little bit forward. And next thing would be that we switch on the drive so we can see some diode switching. So now the drive is switched on, and we will start the next measurement in a sec, and you will directly note that in the lower switching frequencies you will also see the switching of the different diodes. So now you can see this in the upper right corner. The oscilloscope just shows the status, let's say, so we see that it's unloaded, that we don't see a big current drawn. And on the output side, which is the pink graph, we don't see any motor which is rotating or should rotate. So now he already did the next measurement or started the next measurement. Now we see the motor rotating, so the pink graph is now also sinusoidal, and we can see that now we have a little bit different EMI disturbance, and we don't see the switching of the diodes so clear anymore. So if we remove now, you can see we are at 130 dB microvolt for the measurement. Now this is already the next measurement. Now it's loaded. Now we are using loaded condition for our motor. And you can see on the right upper side, the pink is now, the pink graph is now more sinusoidal, which is related to the load we applied. Good. Now I think this is almost it. Now we have full load here. And what you should note at the end, what we saw already in the screenshots before, is that we have EMI disturbance in the lower frequency range. And if we now integrate the EMI filter, you will note afterwards that the EMI disturbance looks completely different in terms of the oscilloscope, which is running in the upper right corner. You don't see a big difference because you cannot see the high frequency disturbances in this kind of diagram. Okay, so now the next is with EMI filter. The next measurement is with an EMI filter with no load applied to the motor. Now you can already see in the lower frequency range, it's heavily reduced. So we are not at it's more or less half in the beginning. So before we had about 130 dB microvolt, now we have 72.
0.5 dB microvolt, so it's completely different if we use an EMI filter, and this is at the end the benefit of the EMI filter. And the last measurement, which we can see here, now he's just playing with the marker, so we can see where the limits are, or let's say where the markers are and how high the disturbance is at this point. And now we have full loaded condition, which we also compared already before in the screenshots. Now you see on the right side, you see the full loaded condition, and here now the EMI measurement looks more or less the same as with the unloaded, but in general, it's below the limits, and the EMI measurement with the filter looks quite good compared to the one without.